Was machen die Kinder in Cocaine Bear? Sie werden nie erraten, wie weit die Filmemacher bereit waren zu gehen, um dem Publikum auch den letzten Atemzug zu entlocken. Dee Dee und Henry sind zwei der wenigen Charaktere, die sich am Ende mit dem Kokain-Biest auseinandersetzen. Dee Dee ist ein bisschen rebellisch, aber nur weil ihre Mutter Sari ihre Wochenendpläne geändert hat, um mit ihrem neuen Freund abzuhängen. Aus Protest rekrutiert Dee Dee ihren besten Freund, um durch den Wald zu wandern und einen Wasserfall mit Graffiti zu besprühen. Wie Henry spöttisch betont, ist es ein kaum verhüllter Versuch, die Aufmerksamkeit ihrer Mutter zurückzugewinnen. Dee Dee hofft, dass Sari, wenn sie feststellt, dass sie davongelaufen ist, ein schlechtes Gewissen haben wird, weil sie abgesagt hat. Doch die Dinge nehmen eine Wendung, als die beiden Kinder eine Kokainpackung entdecken und von einem Bären angegriffen werden. Und das ist nicht irgendein Bär. Es ist ein Bär mit einem starken Drogenproblem. Und obwohl es Koks ist, hat es einen schlimmen Fall von Heißhunger. A bear did cocaine. Dies ist ein Bär, der den Titel des Films voll erfüllt, indem er 95 Minuten damit verbringt, ein Ensemble von zufälligen Unglücklichen bösartig zu verfleischen. Zu sehen, wie sich die Wege des gefährlichen Raubtiers mit zwei unschuldigen Kindern kreuzen, mag für die zugekokste Komödie etwas düster erscheinen, aber ihr geht eine der lustigsten Szenen des Films voraus. Dieser Moment ist jedoch auch ziemlich verkorkst und Regisseurin Elizabeth Banks sagte, es sei definitiv kontrovers gewesen, als sie den Film zusammenstellten. Bevor der titelgebende Kokainbär überhaupt in ihr Leben tritt, stolpern Dee Dee und Henry über Probleme in Form eines großen Kokainblocks. Henry versucht cool zu bleiben und besteht darauf, dass er die Drogen schon 1 Million Mal genommen hat. Als Dee Dee seinen Bluff aufruft und fragt, wie genau er Kokain benutzt, sagte Henry ihr, dass man es essen soll und eine Standarddosis etwa 1 Esslöffel beträgt. Dee Dee benutzt die Klinge eines Messers, um eine Dosis Kokain zu schöpfen. Bevor sie Henry herausfordert, ist ihm gleich zu tun. Es ist sowohl urkomisch als auch erschreckend anzusehen und das ist der Punkt. Banks sagte gegenüber Variety, es war definitiv umstritten. Es gab einige Gespräche darüber, ob wir die Charaktere älter machen sollten. Aber Banks und ihr Team entschieden schnell, dass eine Veränderung der Charaktere den Moment ruinieren würde. Sie führte fort, wir haben alle Händchen gehalten und dachten, Leute, sie müssen 12 sein. Ihre Unschuld wird auf die Probe gestellt. Das war für mich das Interessante an dieser Szene. Zwei Kinder beim Umgang mit Kokain zuzusehen, ist ein ausgezeichneter Kinomoment, der die Grenzen zwischen Horror und Heiterkeit überschreitet, um Stöhnen, Keuchen und viel nervöses Lachen hervorzurufen. Hey, that's inappropriate. Die Leute schrecken seit Jahren vor dem Drogenkonsum von Teenagern Euphoria zurück, vor allem, weil er nicht von den schmerzhaften Auswirkungen der Sucht zurückschreckt. Cocaine Bear nutzt dieses innewohnende Unbehagen, bringt es aber auf ein neues Extrem. Produzent Christopher Miller fügt hinzu, es ist die Naivität der Kinder, die es in Ordnung macht. Das macht es so angespannt und lustig. Es funktioniert nicht, wenn sie Teenager sind. Laut Executive Producer Phil Lord geht es bei Cocaine Bear darum, an die Grenzen zu gehen. Er sagte, es muss ein Vorschlag sein, den sie noch nie zuvor gesehen haben. Es muss sich ein bisschen transgressiv anfühlen, als wäre das zu unanständig, um es zu Hause anzusehen. Wenn es hilft, wird die Szene auch explizit zum Lachen gespielt. Beide Kinder spucken die Drogen sofort angewidert aus. Im Originaldrehbuch für Cocaine Bear begann der Film mit dieser Szene. Zwei Mittelschüler fordern sich heraus, Kokain zu essen. Aber als Banks als Regisseur einstieg, wurde die Öffnung zu einem Matthew Rhys-Cameo, in dem der Drogenschmuggler Andrew C. Thornton II. Kokain aus einem Flugzeug wirft und damit die Kette von Ereignissen in Gang setzt, die zu Dee Dee und Henrys illegalem Geschmackstest führt. Was die Kinder tatsächlich aßen, sagte Banks gegenüber Insider, es war hauptsächlich Zucker, aber wir haben ein wenig Salz hinzugefügt, weil wir wollten, dass ihre Reaktion so echt wie möglich ist. Und ich hatte das Gefühl, wenn wir diesen Kindern nur etwas Zucker füttern, glaube ich nicht, dass sie denken werden, dass es schlecht schmeckt. Drogen sind nicht zum Lachen, abgesehen von der Szene, in der der Bär eine Line Cokes von einem abgetrennten Bein schnieft. Und Henry und Dee Dee lernen das definitiv auf die harte Tour. Es ist schwer vorstellbar, dass sie den Drogenkonsum als etwas Positives empfinden, nachdem sie gesehen haben, wie ein Mann von einem extrem verkoksten Bären in Stücke gerissen wurde. Banks betonte auch, dass den jungen Schauspielern zusammen mit so ziemlich jedem, der den Film gesehen hat, dieselbe Lektion erteilt wurde. Sie sagte Insider, dieser Film ist nicht pro Drogen. Das ist offensichtlich. Wir verherrlichen Drogen in diesem Film nicht. Also haben die Kinder das verstanden. Sie waren nicht daran interessiert und ihre Eltern waren die ganze Zeit dabei.